aber die Gegenmaßnahmen. Das Einzige, was alles in Ordnung bringen konnte, war in Wills Labor. Da ist sie. So, willkommen zurück zu Quantum Break. 2010 hat Monarch dieses Gebiet noch nicht gehört. Das passierte erst kurz danach, aufgrund dessen, was mit ihnen passiert ist. Wir sind jetzt den Aber wir Weg wussten, dass William etwas Neues in seiner Werkstatt baute. Und wir wussten, dass es wichtig sein musste. Wir haben diesen Ort überwacht. Ja, Beth wusste, dass sie hier waren. Sie hat selbst etwas rumspioniert. Wir kamen über die Dächer, um nicht entdeckt zu werden. Weiß Will, dass wir kommen? Nein, weiß er nicht. Zum Teufel hat. Ups, sorry. Fünf verdammte Stromausfälle diese Woche. Jetzt reicht's mir aber. Ich hab genug davon. Das war, glaube ich, eine gute Sache, dass wir den Strom ausgeschaltet haben. Ab diesem Punkt können Sie uns sehen. Wir müssen schnell sein. So, was gucken. Ja, gleich. Irgendwie ran? So, zum Greifen nah, aber ich komme da nicht ran. Hier entlang, Jack. Die andere Seite rüber. Von der anderen Seite da ran. Hey, Will? Er ist nicht hier. Dafür habe ich gesorgt. Was? Wieso? Er ist der Einzige, der weiß, wie die Gegenmaßnahme funktioniert. Und deswegen muss er in Sicherheit sein, falls sich die Dinge zum Schlechten wenden. Gut. Wir holen das Gerät und dann bringst du mich zu meinem Bruder. Na klar. Also, wo finden wir jetzt dieses Ding? Will hat gesagt, dass er es in einem Safe gesichert hat. Es ist der irgendwo im Gebäude. 2. April. Okay, Will. Wo hast du diesen Safe versteckt? Ungefähr einen Monat nach dem Hey, Riverport! Ich bin mir sicher, nachdem Ihr Mann aus der Zukunft auf mich geschossen hat. Es gibt was, das Sie wissen. Sie sind der Einzige, der ihn schützen kann. Ich habe die Maschine weggebracht. Sie waren bereits dort, hatten Echos in der Zeit gesehen. Ich vermute, Sie hatten die einzelnen Puzzlestücke bereits zusammengesetzt. Aber noch nicht alle. Die Tür ist verriegelt. Wie ich Will kenne, ist der Safe da drin. Ich muss nur einen Weg reinfinden. Verdammt. Schon wieder ausgesperrt. Wo war nochmal der Öffner? Folge dem Kabel. Welches war es? Das Blau? Oder war das der Motorlichtschalter? Scheiße. Ich wusste, ich hätte die Kabel beschriften sollen. Sesam, öffne dich. Notaus wird eingeleitet. Gottverdammter, verfluchter Mistscheiß. Fuck. Gelbes Kabel, ich wusste es. Okay. Ich baue eine verdammte Zeitmaschine, kann aber nicht daran denken, eine scheiß Tür offen zu lassen. Was haben wir denn hier? Die Energieversorgung hat nicht funktioniert, aber irgendwann muss sie das getan haben. Vielleicht kann ich die Zeit zurückdrehen, um mehr zu erfahren. Oh, schön. Es stand alles an der Tafel. Die Details seines Niedergangs. Seine Arbeit hat ihn aufgezehrt und ist zu einer Art verzweifelten Obsession geworden. Er war nie wieder derselbe. Müssen wir aber genug haben. Na bitte. 6, ja. Zeitschild brauchen wir nicht. Zeitexplosion. Was holen wir uns?
Minute haben wir jetzt schon? Prozent Spielfortschritt. Schlecht. Das solltest du dir ansehen. Sehen wir alles an. Er hat die Kombination nicht dagelassen, aber ich kann ihn knacken. Was kannst du eigentlich nicht, Beth? Ich brauche nur etwas Zeit. Nein, die wollen. Jemand ist hier. Oder? Es ist Monarch. Monarch. Ich wusste es. Monarch. Ich wusste, sie würden uns finden. Ich kümmere mich drum. Du öffnest den Safe. Bleib drin. Ja. Okay. Guck, wie so ein Psycho. Sie wurden in dem Moment entdeckt, als sie ankamen. Sie hatten niemals eine Chance. Sie waren auf einer Selbstmordmission. Ja, aber ich bin niemand, der einfach seine Waffen niederstreckt und kampflos aufgibt. So war ich nicht und so werde ich niemals sein. Hier ist Trojan One. Nähere mich dem Labor. Ende. Denken Sie daran, der Befehl lautet, Sie Leben zu fangen. Monarch Actual ist auf dem Weg. Verstanden. Bleib sofort stehen. Wo ist das Mädchen? Hey, 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 einen Moment. Immer mit der Ruhe. Er hat eine Waffe! Schießt! Was zum Teufel war das? Geht auf den Verstärker! Ah, verdammte Scheiße! Flankieren. HQ, sorry. Wir haben ein Problem. Was ist der Status? Sie hat Unterstützung, er ist... Ich weiß nicht, was er ist. Der Befehl lautet, die Mission leise und sauber auszuführen. Wir können uns keine Aufmerksamkeit... Er schaltet uns verdammt nochmal aus! Ich komme. Haltet die Stellung. Nein. Vielleicht ein bisschen defensiv spielen. Oh fuck. Jetzt bin ich dran. Schießen, echt jetzt. Oh, da ist jemand close. Digga, bitte. Arschen. Ziel
fuck. Brauche Munition, Leute. Oh Gott. Oh, wirklich. Eins habe ich aus. Einer ist weg. Ein Sniper. Ist er tot? Nein. Nein, warum hat er das ausgewählt? Das ist doch scheiße. Ja, er kann durch den Baum... Okay. Okay, komm, komm, das willst du so? Willst du so? Oh fuck, ich hab's verkackt. Sorry. Geh mir aus dem Weg. Da sind wir also wieder. Genau da, wo wir vor Jahren aufgehört haben. Paul. Wie bisher? Ich hab gesagt, geh mir aus dem Weg. Ich muss wieder zurück. Gib mir das Gerät. Komm mit mir. Wir können das gemeinsam überleben. Du weißt, es ist nicht aufzuhalten. Ich sehe es in deinen Augen. Du weißt es. Wenn du falsch liegst. Scheiße. Nicht kaputt. Oh, was? Okay. What the fuck? Wir erschufen Ground Zero. Sorgten dafür, dass es genauso kam, wie es sollte. Jedes Teil fiel an seinen Platz. Außer eines. Die Explosion hat was bewirkt. Sie schickte sie ins Jahr 2016. Genau in das Jahr, aus dem sie gekommen sind. Irgendwas hat sie dort festgehalten. Wir müssen wissen, wie sie das gemacht haben. Glauben Sie, ich wollte zurückkommen. Ich wurde weggezerrt. Alles, wofür ich gekommen bin, war noch dort. Zurückgelassen. Nein, Beth! 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 Los, steh auf! Beth, steh auf! Beth, los, steh auf! Bitte, Beth! Beth!
Du musst aufstehen, okay? Ja, ja, genau. Nimm die Waffe. Los, los, Beth. Na los. Na los, bitte, bitte. Beth, beweg dich. Paul, tu das nicht. Tu's nicht, nein. Tu's nicht, Alter. Ich liege richtig. Du kannst nicht... Nein! Nein! Serene hatte die Gegenmaßnahme die ganze Zeit. Ich musste sie zurückholen. Eine vorschnelle Entscheidung. Sie sagen, Beth Wilders Tod hatte keinen Einfluss auf ihr Verhalten, aber... Wie gesagt, ich kannte sie kaum. Was sie als nächstes taten, war also nicht persönlich? Nein. Gut, das war dann dieser Part und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part. Haut rein, Leute. Ciao.